Hallo zusammen, wir stehen hier an der Dentalmesse Bern. Wir präsentieren hier IvoClar Digital. Wir haben das Produktportfolio hinten an der Wand, die Materialien. Hier auf unserer Insel sehen wir die Scanner, die Software, die Maschinen. Wir präsentieren die Programmil One hier in Bern, so wie sie hier steht. Funktionsfähig, wir schleifen heute Empress CAD Multi, dann haben wir IMAX CAD. Die Programmil One hat die 5-Achs-Technologie. Damit schleifen wir verschiedene Materialien wie Zircad, wie IMAX CAD, Keramik, TelioCAD und so weiter. Durch die 5-Achs-Drehschleifmethode können wir sehr schnell und sehr feine Oberflächen schleifen. Wir bieten die Maschine an im Zusammenhang mit Trios zum Beispiel, der Chairside Workflow. Da können wir im Mund scannen, designen, dann schicken wir den Design über die CAM-Software an die Maschine. Mit dem Tablet bedienen wir die Maschine. Da können wir die 5 verschiedenen Blocks beladen, die 8 verschiedenen Tools. Und sobald alles beladen ist, die Maschine ist ready, haben wir alle 5 Fälle ausgesucht, dann schleifen wir die 5 Fälle ab. Nach der Mittagspause kommen wir zurück und alles ist ready. Wir haben die Programmil One auch für den Lab-Side Workflow. Da können wir den Scan mit dem Tree-Shape-Scanner zum Beispiel machen, mit der Software durchdesignen. Dann schicken wir das CAM-Output, schicken wir auf die Programmil CAM. Hier haben wir die Software. Die Programmil CAM, die verbinden wir dann mit der PM One. Nachdem wir dann das richtige Material ausgesucht haben, das ist die Halterverbindung für den Keramikblock für die PM One. Da setze ich einen Block an, näste ihn, rechne die Fräsbahn aus, schicke es an die Maschine und öffne wieder meine Application auf dem Tablet, suche mir den Fall aus, stelle sicher, dass der Block drin ist, dass die richtigen Tools drin sind, und sobald die Maschine sagt, alles ist okay, drücke ich Start, lasse es laufen. Hinter mir, das ist die Programmil PM7, das ist unser Topmodell von der Programmil-Serie. Die Programmil PM7, die bietet Ihnen alles fürs Labor. Die Programmil PM7 hat ein sehr breites Materialspektrum, welches sie bearbeiten kann, von Metall über Zirkon, Keramik, eigentlich das ganze Produktportfolio, Materialproduktportfolio von der Firma IvoClar Vivadent. Wir haben die Programmil Base, das ist der Tisch für die Programmil PM7, wo wir das ganze Werkzeug verstaut haben und auch die ganzen Materialien sauber lagern können. Bei der Base haben wir auch noch integriert die Absaugvorrichtung, Programmil Suction Unit, Vorfilter und auch noch die Wasserfiltereinheit. Und weiter verfügt die Programmil PM7 auch über den Materialwechsler, welchen Sie hier auf der Seite sehen, wo wir während dem Bearbeiten von Material auch Disk aus der Maschine entnehmen können und wieder auch ins System einsetzen können. Über das User Interface, das UI, können wir die ganze Maschine steuern. Wir können das Material verwalten, wir können die Jobs verwalten, wir können das Werkzeug verwalten, Maschinenstatus, Informationen über das System, Bearbeitungsstatus des aktuellen Jobs wird angezeigt. Es ist also sehr ein einfaches, bedienungsfreundliches System, welches aber eigentlich auf dem Level von einem Fräscenter sämtliche Materialien bearbeiten kann. Von Metall über Zirkon, alles was wir haben.